wir mal das Thema, oder? Nee, tue ich mal also, normal. Beim Sex, was war da peinlich? Was peinlich war? Ja, keinen Höhepunkt gekriegt und einen vorgespielt. Ja, das war mir eher, das war mir ein bisschen peinlich. Der Mann hat dir einen Höhepunkt vorgespielt? Nein, ich, ne? Wie hast du das gemacht? Ja, wie man das eben so macht, ne? Ja, zeig uns das doch mal. Also nur, pass mal auf, es gibt ja mindestens 500.000 Männer in Hamburg, denen das auch jede immer in der Woche da so passiert. Ja. Und vielleicht wärst du jetzt diejenige, die den Männern allen einfach mal zeigt, wenn die Frau so das macht, dann ist das absolut, da hättest du dir auch die Fingernägel lackieren können. Ja, nee, ich mach das nicht mit der Stimme, ich mach das mehr so mit dem Krallen, weißt du? So festkrallen und dann denken sie dann immer, ja gut, das war's denn. Hast du ihnen nochmal richtig wehgetan, ohne dass der Grund zum Wehtun da war? Aber er hat genossen. Er hat genossen. Wie lange hat es gedauert, das einfach nur für die Statistik? Halbe Minute. Inklusive oder ohne Vorspiel? Ohne Vorspiel. So, okay, peinlichste, das war ein doofer Anfang. Was das erotischste Erlebnis. Bitte? Das erotischste Erlebnis. Das erotischste, oder ich verstehe, ja, ich habe auch mit dem Wort Schwierigkeiten. Ja. Ich sage immer das Geilste sonst, aber darf man ja, ist 17 Uhr sendig heute, ist hart an der Grenze. Ja, das ist eigentlich, wenn ich so in der Stadt bin und dann mal so einen hübschen Mann sehe oder so, dann passiert mir das schon mal, dass ich irgendwie ganz rot werde und dann so ein bisschen feucht hinter den Ohren oder so und dann, naja, dann ist das so, dann... Das ist eigentlich sehr erotisch, finde ich. Also ich bin absolut sicher, wenn du älter bist, dann wirst du woanders feucht. Also es war zumindest ein nettes Gespräch. Danke. Ja, bist du Binnen- oder Tamponträgerin? Ich bin Tamponträgerin. Warum? Warum? Weil es besser ist. Es ist vor allen Dingen hygienischer. Aber die Werbung sagt uns doch Binnen, dann bist du sauber, trocken. Nee, also bei mir nicht, überhaupt nicht. Also ich habe schlechte Erfahrungen gemacht mit Binnen. Und bist du darauf selber gekommen oder hat dir deine Mutter dabei geholfen? Selber drauf gekommen, ja. Selber ausprobiert und besser empfunden. Möchtest du jetzt allen dummen Binnenträgerinnen in Hamburg noch was sagen? Nein, eigentlich nicht. Das muss jeder selber entscheiden. Ist das eine Frauenkrankheit eigentlich? Was? Wie heißt diese? Menstruation? Das ist keine Frauenkrankheit. Nee. Nein, meinst du, das ist so gleichzusetzen wie bei dem Mann Erektionsschwierigkeiten, oder? Nein, eigentlich nicht, nein. Das ist natürlich. Jeden Monat, einmal die Woche. Einmal die Woche, jeden Monat. Ja. Das sind jetzt Mengenlehre wahrscheinlich. Eine Woche. Ehrlich, so lange? Ja, so lange, ne? Und warum ist das? Warum habt ihr das? Ja, dann musst du mal einen Biologen fragen, der kann das bestimmt. Ich frag dich ja, du hast ja diese Krankheit. Ich bin ja keine biologische Ausbildung, ne? Und aber du bist eine Kranke immer im Monat, finde ich. Also schon, also als junger Mensch dann immer im Monat krank sein, muss doch scheiße sein. Ich bin ja nicht krank deswegen. Ich fühle mich genauso fit wie vorher. Oh, meine Frau, die jammert immer, oh, und jetzt kein Sex und so. Die macht auch keinen Sex, wenn sie Migräne hat. Also ja, das ist ja dein Problem, ne? Machst du denn Sex, wenn du deine Tage hast? Nein, mach ich nicht. Warum nicht? Aus hygienischen Gründen nicht. Heute ein Thema? Ja, warum ich deine Show gucke und so. Das ist Thema? Ja. Wer hat denn das ausgesucht? Ja, stand da vorne. Wo stand das? Wo vorne? Kannst du mir eventuell mal sagen, wo vorne? Am Anfang, wo die Show angefangen hat. Sollen wir dann nochmal zurückgehen zum Anfang? Nee, lass mal. Ja, dann nachher lügst du mich jetzt hier an, ich antworte dir auf irgendwelche Fragen. Ey, Alter, das stimmt nicht. Wo, welcher Anfang? Ja, wo die Show angefangen hat. Und was stand da? Ja, Thema, warum ich deine Show gucke und jetzt du als bist du Fan? Ja. Ist das eine gute Frage oder ist das keine gute Frage? Also ist eigentlich, ja, mittel. Okay, pass auf. Ich mach das jetzt ganz spontan anders. Sag mir einfach, was dir gefällt. Also mir gefällt, dass du die Leute immer verarschst. Das mach ich doch gar nicht. Nein. Hast du jetzt den Eindruck, dass ich dich verarsche oder was? Ja. Ehrlich? Ja. Das würde mir ganz schön traurig machen, wenn du das denkst. Warum? Weil du bist zu jung. Aber das finde ich lustig. Wie? Du findest das lustig, wenn dich einer verarscht? Ja. Und jetzt mal ganz ehrlich, bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ein Junge. Ich hab letztens angerufen, wo mit dem Aldi-Markt, der, weißt du? Wo ich gesagt habe, du bist billig. Das warst du? Ja. Ey, hatte ich da auch ein Thema? Weiß ich nicht. Wie ist denn das Thema heute nochmal? Heute? Warum ich deine Show gucke? Wir werden es nie erfahren. Nie.
schade. Aber ich hab doch heim... War doch jetzt nett raus. Also jetzt Kascha, jetzt bei allem Verständnis, muss er jetzt auch mal sagen, war? Oder war er zu böse? Also ich hätte ihn freundlich herausgeschmissen, der war doch echt süß. Ich hab ihn noch freundlich herausgeschmissen. Ich hab ihn noch gar nicht gesagt, was ihn alles in seinem Leben noch erwartet. Wenn er 20 ist, wenn er 30 ist, wenn er das merkt, dass er die falsche Frau geheiratet hat. Das ist ehrlich, jetzt einfach hier mal, so sehen sie aus, die typischen Peter Ehrlich Zuschauer, mein Gott. Ich habe das immer befürchtet, dass das so eine Leute sind, ja? Ey, das findest du das Original? Ja. Er ist es. Also ich bin nicht eitel und schmeicheln tut mir sowas auch nicht, wa? Nein, überhaupt nicht. Ich hab ja gedacht, du bist ein bisschen größer, weißt du? Also pass auf, das ist jetzt die zweite Beleidigung, die ich heute am Tag ertragen muss. Das war die erste. Ja, da hat eine Frau gesagt, die will mich nicht. Die will dich nicht? Nee. Ey, das ist eine blöde Frau bestimmt. Ja, du jetzt einfach, wer bist du? Ich bin hier Mur. Mur. Nee, Jamur. Jamur, da ist die Kamera, da musst du drin gucken. Hier brauchst du nur drin sprechen. Ach so, hallo. Ich bin jetzt aufgeregt, dass du Peter so leibhaftig mal... Ja, ich bin ziemlich aufgeregt. Du hast ja gedacht, das ist so irgendwie so ein Roboter, wa? Das ist halt nicht so. Ich dachte, so eine Sexmaschine wäre das und so. Ja, wir haben ja auch unheimlich Schwierigkeiten, immer so eine Stunde so aufzuzeichnen. Das ist ja alles auswendig gelernt. Ist dir schon mal aufgefallen, dass das alles auswendig gelernt ist? Nee, eigentlich nicht. Ich denke, dass es immer ziemlich spontan rüberkommt. Guck mal, das sind jetzt hier Peter Ehrlich Zuschauer, die einfach die Wahrheit sagen. Was soll ich da noch zu sagen? Sprich du einfach. Seid ihr jetzt von Sat.1 oder seid ihr vom offenen Kanal? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Du glaubst doch nicht, dass ich noch jemals mit diesem offenen Kanal was zu tun habe, ja? Hast du Stress mit denen? Ja, ich bin jetzt Sat.1, nachher haben wir noch einen anderen, da sind wir dann RTL. Wir sind Multimedia bekannt. Ach so, aha. Würdest du von mir Best-of-Kassetten kaufen? Nee. Dann lass uns weitergehen. Ciao. Ey, das geht nur, wenn es Kohle gibt, ja? Und wenn die nicht bereit sind, die Kohle rauszurücken, ja? Dann sind sie mir eigentlich auch scheiße, ja? Habt ihr die gesehen, wie die aussahen, ja? Ich meine, sie sahen ja nicht schlecht aus, so durchgestylt. Was gibt ihr so einfach aus für eure Klamotten? So, was gibt ihr so im Monat für Klamotten aus? Also, siehst du jetzt, würdest du jetzt spontan, pass mal auf, ich weiß, mit meiner Jacke bin ich daneben. Ja. Wollen wir tauschen? Nee, das kann ich leider nicht machen. Ich brauche das für die Arbeit. Ja, aber was machst du? Ich arbeite hier in der Bank. Ja, aber da würde doch geil kommen mit so einer Ossi-Jacke hier. Ja, ich würde es auch locker finden, aber ich glaube nicht, dass es die Leute da drin so locker finden würden. Wie heißt denn dein Chef da? Herr Schulz, Werner Schulz. Gehen wir mal einfach Herrn Schulz jetzt befragen. Wirklich? Der Vorstand. Dann gib mir 20 Mark und dann gehe ich da nicht rein. Okay. Katze bei Benny. Ja, ich will grüßen das Verbrecherduo Thorsten und Thorsten. Und du stinkst auf dem Arsch. Und auf dem Maul. Und eines Tages pisse dir auf dem Maul. Stinkt hier. Kannst du den Satz jetzt versuchen, ohne Lachen rüberzubringen? Ja, bloß wir üben das jetzt mal. Und eines Tages, wir machen das jetzt in Etappen. Halt jetzt mal dein Maul! Ein asoziales Dreckschwein. Und wenn ich dich erwische, hau ich dir die Fresse platt. Ja, das machst du ja doch nicht. Bastard, Hunde, die bellen, beißen nicht, weißt du das? Kojote, stinkendes Raubtier. Los, und jetzt noch ein Zuwort. Du stinkst. Ey, ich könnte die Fresse zerstören. Ist das deine ganze Kreativität? Alter, sag mir, wo du wohnst, ich komm vorbei und tritt dir die Fresse kaputt. Oder komm du zu mir, Alter, Lurup-Lüwe-Frink. Ja, sag mal deine Adresse. Ja, Lurup-Lüwe-Frink. Wo wohnst du? 28, Alter. Ach, das Haus war keine Eingangstür mehr. Ich schlag dir deine Fresse kaputt. Ey, würdest du mir auch mit einem Baseballschläger mein Gesicht traktieren? Ne, da will ich dir draufscheißen, Mann. Ey, aber nur, wenn du richtig schön flüssig bist. Jeder Schlag wird zu schade für deine dreckige Visage. Du bist ein räudiger Köter. Und du stinkst, du machst alle Menschen schlecht. Alle, die mit dir versuchen zu reden. Ich versuch doch mit dir ganz in Ruhe zu reden. Das bringt mich doch nicht immer. Mein Gott, ich will der auch ein bisschen fröhlich sein. Der Tod durch Ertränken wäre zu schade für dich. Was? Jede Kugel wäre schade für dich. Du müsstest verrecken durch ganz langsame Folter. Warte, soll ich jetzt versuchen, ob ich vielleicht einfach so sterbe? Thorsten, die schlagen dir die Fresse ein, du verdammter Bastard. Ey, zwehe ich gleich. Dich gehetzt. Zwehe gleich? Und Sascha aus Neugraben. Ey, der tritt dir so lange in den Arsch, du Pisskuh, du. Guck mal, das habe ich jedes Mal, wenn ich will, hier umsonst. Ja, so siehst du auch tritt doch. Du stinkst aber nicht aus Sascha, aus dem Maul. Du hast am Maul deinen Ausgang. Ey, und wisst ihr was? Wenn du auf Toilette gehst, dann von hältst du von jedem Augenblick zum anderen hast du die Bedeutung wieder verloren. Halt die Schnauze. Guck mal, die wollen, aber da will ich nicht. Aber ich lasse sie ganz lange darüber im Unklaren, dass ich sie ja nicht will. Ich gebe ihnen jetzt das Gefühl, dass ich eventuell wollen würde, wenn jetzt kein anderer zum Beispiel da wäre. Aber ich will sie nicht. Wir gehen jetzt trotzdem hinterher, aber ich will sie nicht, ehrlich. Oder? Wollen wir die? Nee. Wollen wir jetzt so? Entschuldigung, darf ich Sie was fragen? Kommen Sie aus Hamburg? Nein, ich komme aus Frankfurt. Und sind Sie hier zu Besuch oder? Ja, drei Tage sind wir hier. Und wie gefällt Ihnen Hamburg? Gut, gut, was ich jetzt gesehen habe, wir haben heute eine Schifffahrt gemacht. Auf der Elbe? Ja. Wo waren wir da heute? Oder Alster?
als der Landungsbrücken. Elbe. Elbe. So Ebbe und Flut ist da. Und in Frankfurt gibt es ja viele Drogensüchtige, viel... So viel wie auf der Reeperbahn. Entsetzt. Waren Sie auch schon auf der Reeperbahn? Gestern. Und gut, da muss ich Ihren Mann jetzt kurz befragen. Da gibt es ja eine Straße, da dürfen nur Männer rein. Haben Sie einfach mal geguckt? Ich meine, war ich nicht gewesen. Ich habe mal reingeschaut, aber habe ich den Laden voll gehabt. Also nur dieses, also... Sind Sie jetzt nicht in diese Straße reingegangen, weil Ihre Frau dabei gewesen ist? Oder wären Sie reingegangen, wenn Ihre Frau nicht dabei gewesen wäre? Und wenn Sie dann reingegangen wären, hätten Sie dann auch vielleicht 100 Mark investiert? Ich meine, gut, Sie können jetzt nicht ja sagen, Ihre Frau steht neben Ihnen. Gehen Sie doch einfach mal ein bisschen Schaufenster gucken. Ich will Ihnen sagen, ich bin 70 Jahre und da ist es ja nicht mehr so, dass man hier ein junger Bursch Flitzer ist. Mit 70 hört das auf? Er hört nicht auf, aber so mindestens doch, da ist es irgendwie... Ich weiß es nicht, wie man sagen will. Ich dachte mit 70, da geht das los erst richtig. Es lässt schon langsam nach. Also da ist schon, Da hilft nur noch beten quasi, wa? Beten auch nicht mehr. Es ist das, was zu Hause ist, da langt es gerade noch. Aber für junge Frauen, da ist nichts mehr drin, meiner Ansicht nach. Na gut, dann bleiben wir mal bei Mutter und Hausmannskost, ist so immer das Beste. Das Geld behalte ich lieber. Und kaufen Ihrer Frau mal ein schönes Geschenk, wa? Da ist es, jawohl, machen wir. Gut. Kann wieder herkommen, alles in Ordnung, der Mann hat es nicht getrieben und wenn er jetzt getrieben hätte, hätte er wahrscheinlich verhütet, obwohl er nicht mehr verhüten kann, weil er hat gesagt, das läuft alles nicht mehr so. Mensch, jetzt sind Frankfurter in Hamburg, finde ich klasse. Du musst reden. Ja, Entschuldigung. Ja, nee, wenn so eine Beziehung schon so anfängt, dass du dich als Blöde hinstellst, die nicht reden kann, wie soll denn so ein Gespräch stattfinden? Aber das tue ich doch gar nicht. Wie alt bist du? 23. Warum rufst du hier an? Ich wollte einfach mal ein bisschen mit dir quatschen. Ja, über was? Ich hab mit Zwillingsschwester und wir gucken dich jedes Mal. Und welche von euch beiden findet mir geiler? Oh, da gibt's immer ein bisschen Stoff, weil wir dich beide sehr so finden. Ey, mach, genau. Ja, Magnesien. Ihr müsst draußen, ich komm da gleich mal hin. Ja, da, geh mal mit der Cerette raus. Du hast ja eine Blue Box hier. Ja. Ja, nee, das ist Kacke, was ihr hier macht. Nee. Ja, doch. Ja, das ist nämlich verboten. So, jetzt darf ich hier erstmal Danke sagen. Danke für die Blumen, danke für das Glück. Wir machen gleich noch ein Tattoo, das hat mir so viel Spaß gemacht. Ja. Muss jetzt einfach mal sagen, wir haben jetzt, da er zeigt jetzt mal das, was ich als nächstes kriege. Wir sind hier nämlich echt eine Bande. Wir sind hier alle tätowiert irgendwie. Tattoo-Master hier. Das ist Ralf. Und das ist Sternbrücke, kann ich nur empfehlen. Und der Nächste, der jetzt hier anruft, gib uns mal einen Anrufer eventuell. Wenn einer anruft, wir verlosen heute ein Tattoo für 250 Mark. Jo. Das verlosen wir. Hallo Anrufer. Das ist zu leise. Ja, ich höre dich nicht. Du hörst mich nicht. Jetzt höre ich dich. Jetzt hörst du mich. Ja, hi Peter, Sven. Sag mal, du hast dich da eben gerade tätowieren lassen und ich glaube, den, der das gemacht hat, den kenne ich auch. Ich mache mal eben meinen Fernseher leise. Ja, das wäre eine gute Idee. Wäre das Fiepen ein bisschen. Ja, dann wäre das auch nicht mehr alles so... klar? Ja, jetzt ist schon besser. Hast du mich irgendwie akustisch auf der Reihe? Na, ich überlege die ganze Zeit, ob ich mir selber so ein Ding zutun. Ja, da könntest du ja jetzt gewinnen, so ein Tattoo. Ja, hätte ich gern, weil das Geld ist nicht da, aber der Wunsch danach. Ja, also du könntest ein Tattoo gewinnen, wenn du dich operieren lassen würdest. Männlein, Weiblein um... Ja, das ist jetzt zum Beispiel eine Frage. Also einfach nur ein Tattoo gewinnen ist doch scheiße. Da muss man auch was bieten. Und ja, ich meine, das willst du nicht. Ja, aber pass auf, du wirst irgendwann 45 und dann hängt das Ding dann nur noch nutzlos rum. Komm, und so kannst du dir... Ey, ich habe neulich einen Bericht im Fernsehen gesehen, aus so einem Penis kann man echt schöne Vaginawände bauen. Ja, du lachst darüber. Ja, kann ich dir ganz einfach erzählen, warum. Ja, warum? Ja, weil ich das ganz gerne mag, irgendwie mit einer Frau zusammen zu sein. Ehrlich? Und was machst du, wenn du mit der Frau zusammen bist? Ja, also ich meine... Wisst ihr, was ich dich jetzt mal mache? Na? Ich werde dich jetzt überfordern, weil jetzt musst du mit einem Tattoo-Meister sprechen. Ja, schönen guten Abend. Dich kenne ich vom Sehen. Ja, ich kenne einige vom Sehen. Ja, das denke ich mir auch. Ja, so, und was hast du auf dem Herzen? Ja, dass ich die ganze... Ich wünsche mir schon seit Jahren ein Tattoo und ich hatte ganz, ganz lange ein Motiv. Das war ein altes Glas. Aus Wales mit einem schönen Drachen drauf, das ist mir leider kaputt gegangen, also das Motiv ist hin, ich hatte mir ein neues überlegt, meine Schwester wird das zeichnen, das wird ein abgegessener Hering sein, ne? Ja. Und den hätte ich ganz gerne auf meiner rechten Wade,
irgendwie. Habt ihr gestern einen Hering? Ja, weil ich als Fahrradfahrer immer ganz viel mit offenen Waden fahre, hätte ich den ganz gern. Ja. Deswegen habe ich versucht durchzukommen, ich habe es geschafft. Und, ja, nur ist ja das Problem, dass ich weiß noch nicht, wie Peter sich das vorstellt, wer hier was gewinnt und wann, ne? Ja, ich weiß das auch nicht, ne? Ja, dann aber er hat mich erstmal an dich übergeben und ich weiß nicht, ob ich dich jetzt voll quatschen muss, um das zu gewinnen, oder... Ja, ich habe es auch noch nicht gemerkt, wir können einfach weitersabbeln und dann merken wir ja, was passiert. Irgendwann kommt Peter ja auch wieder, nehme ich mal an, ne? Ich meine, guck mal, du hast ihm ja nun wirklich ein Tattoo gemacht. Ja, habe ich gemerkt. Und er ist auch nicht quiekend schreiend und kreischend irgendwie da irgendwie neben dir. Ja, Peter ist auch ein harter Hund, ich meine, den kannst du nicht als Maßstab nehmen, ne? Ja, ich glaube aber, der wird nicht, also ich gebe da nichts, also wir geben uns nichts. Nee, du bist genauso härter. Ja, ich denke mir schon. Ja, das ist ja sowieso alles halb so wild, wenn es danach geht. Dass ich das einfach irgendwie so durchhalten werde, ohne... Du hast noch gar nichts drauf, oder was? Ich habe noch gar nichts drauf, aber ich weiß, dass ich das seit Jahren will. Ja. Und nicht einfach nur so als Schnapsidee in 2 Sekunden mal eben kurz und oh, ein Tattoo ist ja gut und so. Nee, das habe ich mir schon richtig überlegt, ne? Naja, das merke ich ja. Du hast auch schon das Bierglas gehabt, ne? Ja, leider. Es ist kaputt gegangen. Ne? Ja, aber ein abgefressener Hering oder irgendwas in der Art, können wir ja auch merken. Ja, meine Schwester, die hat das schon irgendwie in petto, ne? Die ist ja, aber die Schwester muss auch mitkommen, ne? Wie? Als Designerin oder was? Ja, natürlich. Die musste mir sagen, genau. Wie alt ist denn deine Schwester? Ich komme mit der Vorlage vorbei. Ja, aber mit deiner Schwester, wenn sie das zeichnet. Ja, ich komme mit der Vorlage gezeichnet von meiner Schwester vorbei. Aber wenn du das möchtest, dann kommt meine Schwester natürlich mit, weil die glaubt das sowieso nicht. Die was, hat mir auch das, nicht dass geglaubt, dass ich vom Fernsehturm gesprungen bin. Na, da musste ich ihr dann erstmal die Urkunde zeigen. Und das war auch so ein Ding, was ich mit Peter ganz gerne beschnacken möchte, weil der erzählt da was von irgendeiner Schlucht in der Schweiz mit 262 Metern. Und das kann ich nicht so richtig glauben. Doch, da war ich bei. Nee. Das kann ich bezeugen. Nein. Doch. Nee. Weil ich mit Peter... wirklich runter. Und das gibt's. Das gibt's, ja. Ja, dann weiß ich, wo ich den nächsten Urlaub mache. In der Schweiz, ja. Ja, die 130 waren schon ganz nett vom Fernsehturm, aber irgendwie ja. So die 262, die fand ich dann richtig klasse, ne? Ja, ne? Aber erst die Tätowierung und dann das Sprengen, ne? Ja. Die Reihenfolge ist mir relativ egal, ne? Ja. Ich hätte ganz gerne die Tätowierung, also da bin ich sowas du, von scharf. Du weißt aber nicht mal, wo die Sternbrücke ist, oder? Ja, sicher. Ich wohne um die Ecke, Mann. Ich bin in 3 Minuten da und ich weiß auch, wo dein Laden ist. Ach so, das weißt du auch? Ja, sicher. Ja, du hättest halt längst schon mal reingucken können. Ich traue mich immer nicht, solche Sachen anzugehen, wenn ich nicht wirklich weiß, ich habe das Geld auch in der Tasche und die Vorlage und jetzt geht's ab. Ach so. Ich brauche dann wirklich irgendwie sämtliche Sachen, die... Ja, aber man geht da zumindest schon mal rein und schnackt einen aus und guckt sich die Leute... Ich fahre da immer dran vorbei mit glänzenden Augen und denke mir, das ist eigentlich der Laden. Ja, man guckt sich aber auch die Leute an, die man ranlässt an seine Haut. Und dann muss man erst mal reingucken und... Du weißt, ich habe dich jetzt im Fernsehen gesehen und... Das langt dir. Oft genug durchs Fenster und ich halte dich für einen vertrauenswürdigen Menschen. Ja, das bin ich eigentlich auch. Ich denke mir, das können wir einfach so machen. Ja. Wenn das dann irgendwie so weit kommt. Ja, ich meine, wie gesagt, ich weiß nicht, wie Peter sich das vorstellt, wer hier was gewinnt oder so. Mhm. Oder wie er das da auslost. Mit Chance bist du ja dran. Ja, mit Chance bin ich dran, ne? Ja. Das sehe ich auch so. Immerhin bin ich durchgekommen. Ich habe mir letztes Mal schon die Finger wund gewählt, weil irgendwie meine dusselige Wahlwiederholungstaste irgendwie spinnt. Ah. Ja, und dann hast du heute auch noch den richtigen Tag erwischt, ne? Dann habe ich heute nicht nur den richtigen Tag erwischt, sondern ich habe auch noch so lange gewählt, bis er endlich mit dem Tattoo fertig war. Oder sprich du, er hat ja nur stillhalten müssen. Ja. So und... Ja, einer muss ja stillhalten, wenn der andere tätowiert, ne? Ja, so sieht das aus. Ich habe mir das schon mehrfach angeguckt und ich habe auch irgendwie so, weiß ich nicht, es gab so einige Querelen hier in der Hamburger Tattoo-Szene. Da war zum Beispiel irgendwie einer aus Österreich, der hat so tolle Tattoos gemacht und der hatte nachher irgendwie es ist ja auch so, dass nicht jeder tätowieren darf, ne? Dürfen darf was jeder? Ja, eigentlich ja schon, ne? Ja. Nur deswegen soll man sich ja auch... weiter drüber auflassen. Ja, siehst du, deswegen soll man sich ja vorher mal ein bisschen umgucken und auch in anderen Studios gucken und wer macht was und wie macht ja, er was. Ja, aber jetzt hat das Backen hier da in der Ecke. Ja, das ist richtig. Ja, also, ich weiß nicht doch. Ja, wohnst du ja gleich um die Ecke? Nee, ich fahre da fast jeden Morgen längs irgendwie. Ach so. Ja, dann guckst du einfach mal rein. Ja. Ne, und dann dippern wir einen aus und dann kriegst du einen Kaffee und dann... Ja, erst auf die Vorlage von deiner Schwester dabei und dann gucken wir mal. Ja, und wie bleibe ich jetzt mit Peter irgendwie? Oh, das weiß ich nicht, der ist doch irgendwie abgehauen. Ja, der haut jetzt doch gerade irgendwie durch so einen Gang ab, sehe ich irgendwie optisch. Ne? Ich habe ja auch nicht gedacht, dass es live ist. Ich dachte, das wäre irgendwie eine Aufzeichnung. Nee, aber ach das waren was? Nur die Bänder. Nee, das war live voll durchgezogen. Ja, ja. Das habe ich dann auch mitgekriegt, als ich dann endlich, ich musste ja wirklich zäh bleiben beim mich durchstellen lassen. Ne? Ja. Das war ja einfach so
nö, wir können im Moment keinen durchstellen. Ich sag, ey, hier komm, ich werde durchgestellt, sonst gibt das hier gar nichts. Ja, da kommt Peter doch schon. Ja, zack, und einen Kaffee hat er auch in der Hand. Ne? Ja, aber nur für sich, ne? Das war ja auch wieder klar. Weil ich kann arbeiten und Peter, der holt sich einen Kaffee. Nee, das ist echt ein Narben. Ja, weiß ich. Der holt sich einen Kaffee und bringt dir keinen mit. Das wäre wohl echt nicht wahr. Alter. Hi, Peter. Verpiss dich. So, jetzt haben wir hier eine Band. Die nennen sich die Beknackten. Oder war das so? Die Spacken. Die Spacken, beknackte Spacke. Die machen jetzt gleich live. Zwei Männer sind ein Trio. Ich hoffe, dass das Mikro funktioniert. Hallo? 1, 2, 3, 4. Funktioniert das Mikro? Hallo? 1, 2, 3, 4. So, die anderen. Die Spacken. Pass auf. Die Spacken. Ey, hier. Die Spacken live in der Peter Ehrlich Show. 15 Minuten. Erstmal, wa? Okay? Eure Show. Jo.
an Nervschäden. Würde ich auch sagen. Stand there, got a look in your eyes, like the world's gone down tonight. There's so much darkness around. Move the light. You fly, cause it ain't so hard. Remember what you got inside. There's all the answer you need. Confusing sometimes, but the meter runs on enough to get around. I need my place by the light. Now tell me more about it. You have known, you've seen it. More you wanna do now? Enough said, enough said. Carry on, always on. Well, there's a long time coming, long time coming. So don't you break down on me. I'm real confusing sometimes, but the meter runs on enough to get around. I need my place by the light. Ooh. Much more you wanna do now? Enough said, enough said. Yeah, yeah, enough said, enough said. Enough said, enough, baby. Yeah. Danke, Leo. Euch zu Hause, wenn noch irgendjemand. Tell me, where did you sleep last night?
the sun don't ever shine, I would shiver the whole night through. In the path where the sun don't ever shine, I would really shiver, shiver and shiver all wieder in die Telefon-Talk-Runde. Bravo, ja, das war super klasse. So, wir müssen nämlich jetzt gleich einen Soundcheck machen, weil da gleich wieder noch eine andere Band da ist. Hallo Anrufer! Kein Anrufer? Ich bin. Wer ist ich? Ja, erstmal muss ich den Fernseher leiser drehen. Ja. So, jetzt habe ich ihn leise. Hast du ich gesehen? Eben schon dein Tattoo-Master irgendwie am... Ach, du warst es! Ja, du hast mich einfach... Nie zweimal in einer Sendung. Außerdem hast du mit meinem Tattoo-Meister gesprochen. Ah!
Ach, bin ich aufgeregt. Ich bin jetzt tätowiert. Ich bin jetzt endlich ein richtiger Mann. Stimmt's, Leo? Ja. Hi, Peter. Hi. Hast du mein Tattoo gesehen? Ich habe dein Tattoo gesehen, ja. Los, sag mal, das sind einmalige Bilder, um diese Zeit im Fernsehen sind. Es sind einmalige Bilder in diesem Zeit. Das ist affenscharf. Ich wollte überhaupt das Tattoo gewinnen. Das Tattoo? Ja, ich bin Andi. Ja, aber du bist Andi? Ja, ich bin Andi. Oh, mal sehen, wollen wir Andi das Tattoo gewinnen lassen? Natürlich wollte ich Andi das Tattoo gewinnen lassen, weil nur Andi das Tattoo gewinnen kann, weil Andi der Einzigartige ist. Genau, du hast ja 180 Mark dafür bezahlt. Hätte ich mindestens zahlen müssen, ja. Ja, Andi, drei Fragen musst du beantworten. Ja, sag mal an. Wie hat St. Pauli gestern gespielt? Schlecht. Ja, Ergebnis? Ergebnis ist schlecht. Okay, die Frage war richtig. Gut. Jetzt gebe ich dir die Antwort und du musst die Frage stellen. 0 7 Bingo, stimmt. Ja. Und jetzt musst du sagen, wie viele Stiche mein Tattoo gebraucht hat, Andi. 3.865.000 und weiter weiß ich nicht genau. Da sag noch 4 und dann stimmt es. 4. Bingo, du bist Gewinner, Andi. Ich wusste das. Ey, ich hab das auch gewusst. Ich hab auch gewusst, Andi, dass du gewinnst. Andi, pass auf. Ja. Jetzt ist aber natürlich noch ein Problem. Ja. Du kannst diese Tattoo nur gewinnen, wenn wir filmen können, wie du tätowiert wirst. Kein Problem. Kein Problem. Ja, ich weiß sogar schon das Motiv. Du weißt sogar, du hast dir schon ein Motiv ausgesucht, ohne zu wissen, dass du Gewinner bist? Naja, was wäre denn jetzt gewesen, wenn ich den Spacken vor dir nicht einfach rausgeschmissen hätte? Ach, weißt du, Alter, ich guck Fernsehen und sehe dich und du meinst, ich weiß kein Motiv oder was? Ja, was willst du denn für ein Motiv haben? Na, mindestens so eins wie dich. So. So eins wie dich? Ja, du da. Hat gut geklingt, hat mir gleich gedacht. Ja. Wie viel Alkohol haben wir denn heute schon getrunken? Du klingst so verwirrt. 0,7 Liter mindestens. Okay, darf ich auch mal meine esoterischen Fähigkeiten sagen? Ja. Du hast eine Freundin. Mindestens. Die hat dich im Augenblick verlassen. Ja. Du lebst alleine. Nein. Und bist ein Tattoo-Gewinner. Richtig. Okay, Andi, du bist es. Ich weiß, was ich das bin. Du weißt es. Ja. Das ist Schicksal. Das darf der Tattoo-Meister nicht wissen, dass das abgesprochen ist, dass du das gewinnst. Mhm. Ich hab jetzt, das ist so kacke. Ich hab das ja 5 verschiedenen Leuten versprochen, dass sie das gewinnen können. Und jeder hat Geld gezahlt. Und ich hatte jetzt gerade Glück. Du hast Glück gehabt, Andi. Und wie findest du die Sendung so bisher? Ja, ganz geil. Läuft gut an, für 24 Stunden auf jeden Fall. Ey, wir haben noch 20 Stunden und 22 Minuten. Ah. Andi. Ja? Ich geb dich jetzt mal in die Regie zurück. Gib mich mal zurück. Die schreiben deine Telefonnummer und das alles auf. Wunderbar. Und ich setz mich mit dir in Verbindung. Alles klar. Mein Unterarm wird auf deinen Namen, also auf jeden Fall so. Oh ja, lass dir Peter drauf tätowieren, dann würde ich richtig stolz. Ja, so einen schwarzen, ne? Einen schwarzen Peter. Andi. Ja? Danke für deinen Anruf. Ja. Danke für dein Gucken. Klar. Ja. Jetzt wirst du aufgeschrieben. Bist du mit dem Andi zufrieden, Tattoo-Meister? Ja. Ja, Andi, du bist es. Andi ist gut. Ja. Der kann nicht gut sein, wenn das ein Fan von mir ist, der meine Sendung guckt. Dann kann der nicht gut sein. Ah. So, jetzt haben wir noch mehr Überraschungen. Die andere Band, die im Aufenthaltsraum schon ist, die sich Rohes Fleisch nennt, die kann langsam sich mal hier in diese Richtung, diese Mega-Hall hier begeben. Ich habe jetzt natürlich, werdet ihr merken, schon einige Sprachprobleme, weil der Alkohol jetzt so voll laxer wirkt. Und ich mir jetzt gerade mit Entsetzen vorstelle, dass ich hier noch 20 Stunden reden muss. Ich habe, tätowieren war schon so eine Sache, jetzt mit reden ist eine andere Sache. Wir werden die nächsten 18 Stunden einfach übertragen, wie ich meditiere. Ihr könnt da zu Hause vielleicht können wir ja alle gleiche Schwingung kriegen. Wir werden glücklich, wir werden Zukunft haben, wir werden uns freuen. Hallo Anrufer! Haben wir einen neuen Anrufer? Keine Anrufer. Habt ihr die Nummer von Andi? Hallo? 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 Was bewegt dich morgens 20 vor 4 hier anzurufen? Ich will ein bisschen Werbung machen. Für wen? Für Kummerfield. 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 Die kommen um 12 Uhr. Richtig.
Bist du einer von Coma Field? Richtig. Kannst du schon mal, bist du der Sänger oder der Gitarrist oder der Schlagzeuger? Ich bin der Manager. Du bist der Manager. Genau. Du bist also Tartan. Richtig. Kannst du den größten Hit von Coma Field mal ansummen? Hello my friend, I'm here right now. Und so weiter und so fort. Ey, super. Ich will doch nicht so, ich will ja nicht die ganzen Songs schon vorsingen, denn die Leute sollen schließlich heute um wir haben zwischen 12 und 13 Uhr den Fernseher einschalten oder auf jeden Fall eingeschaltet lassen. Tartan! Gucken. Tartan! Es wird ein fantastischer Auftritt werden. Tartan! Und es gibt noch was zu verlosen. Ich muss dir erst noch was sagen, Tartan! Na? Aus organisatorischen Gründen und weil wir nicht so viel Zeit haben, ist der Auftritt von Kummerfield auf 7,5 Minuten zusammengestrichen worden, weil wir hängen jetzt schon quasi eine Stunde hinterher. Das hinter ist dem kein Problem, wenn Sie das halt das gesamte Programm in 7,5 Minuten durchspielen. Gut, das ist super. Tartan, Kummerfield kommt, wir freuen uns alle. Ja, genau. Wir werden CDs von Kummerfield verlosen. Genau. Und für all die Leute, die jetzt die ganze Zeit gucken, die irgendwann einschlafen morgen früh um 10 Uhr, das kann ja passieren, rein theoretisch. Ah, dann schrei ich immer, dann wecke ich sie und dann ist gut. Aber falls es passieren sollte, wir spielen am Donnerstag, nächsten Donnerstag, im Marquis. Schauland, im Mercado. Und im Marquis. Und am 3., am Samstag, im Marquis. Und da kommt der Peter und das hoffe ich. Ja. Das hoffe ich. Ja, machen wir auch. Und weil hoffe, ihr habt ja 800 Mark überwiesen. Und ich hoffe, genau. Und ich hoffe, aber das wollten wir noch nicht weiter sagen. Und ich hoffe, dass du nicht der Einzige bist, der da hinkommen wird, weil das wird bestimmt wieder ein tolles Konzert. Ist ja die Hausband vom Marquis genau. Quasi schon fast. Genau. Und da ich ja selber im Marquis-Auftreter bin, kommst du denn am Dienstag ins Molotow? Was läuft denn da? Aftershow-Party von dieser 24-Stunden-Sendung. Oh, ich werde es mir mal durch den Kopf gehen lassen. Ich bin Dienstag gar nicht in Hamburg, aber vielleicht komme ich noch nach Hamburg und gucke mir das an. Du würdest was verpassen. Aber ansonsten, wenn du Dienstag nicht in Hamburg bist, ist jeder letzte Dienstag eines Monats ist Molotow-Tag. Okay, alles für klar. Peter. Gut. Okay, Tartan. Tarkan. Tarkan. Wünsche dir noch viel Spaß. Nee, den will ich gar nicht haben. Tschüss. Sehr gut. Das ist so schön, ich bin so geil, ich habe ein Tattoo und die Frauen werden jubeln und kommen und sagen, Peter, du bist das Beste, jetzt musst du nur noch Schlagersänger werden und dann könnte ich auch Schlagzeug machen und seid ihr schon fertig? Okay, Anrufer, noch die letzten. Gib mir mal einen Anrufer nochmal. Ja, hallo. Ey, wisst ihr, was jetzt gleich in diesem Fernsehen passieren wird? Nein. Punk. Ich sage nur Punk. Punk ist gut. Hab ich. Rohes Fleisch, kennst du die? Ja. Die werden jetzt live unplugged hier voll in wegzischen. Das ist gut. Aber was ich dir sagen wollte, deine Tätowierung finde ich oberaffen geil. Und hast du sowas schon mal im deutschen Fernsehen gesehen? Nee. Doch, heute. Ja, heute. Tschüss. Ciao. So! The Band of Magic! Ach egal, rohes Fleisch, ohne BSE, ohne Salmonellen, einfach nur affengeil. Ab geht's! Okay, wir würden jetzt, dass die Leute aufwachen, ne? Also wir müssen laut sein. Ja, schrei doch irgendwas oder so. Hast einen Text da, dann hau rein. Aufwachen! What the time? Stellen, ey, das hat doch jeder gesehen. Schade eigentlich. Das ist nicht vermeiden, aber es ist zu leise gewesen. Also, ich fand das aber kurz eigentlich. Ziemlich gut, ja. Auf jeden Fall Punkrock, wie versprochen. Schade, aber. Du weißt ja, ich hab da drauf.
Der kürzeste Auftritt der Geschichte, ey. Aber das wollte ich vermeiden. So. Wo ist denn der voll reingehauen, ey? Ey, warte! Ist das Pack? Pack! Ey! Könnt ihr mal sehen! Das war zu leise, da muss man echt reinhauen. Paul Pack! Kann ich zertreten jetzt? Nee, schade! Die klebt da wieder zusammen, ey. Das ist so. So, das war der Auftritt von Rohes Fleisch. Wie gesagt, war ein klasse, war eine dufte Band. Das war halt ein bisschen leise, da muss ich Stimmung rein. Also wie soll das nochmal wirklich aufwachen? Das kann ich nicht, dass man da ankennt. So, Christian, hier ist es. Das ist noch leiser als zu Hause. Ja, ey. So. Man kann auch mehr ohne Rap oder was. Weil wir sowieso hinterher hängen, also insofern nehmen wir das zusammen. Das heißt, man klebt um. Das, Alter, dass du wieder zusammenklebst und da Töne rauskriegst, ey. Also das Zusammenkleben ist wohl gleich das Töne rauskriegen. Das wird hart, oder? Die Hose stecken, ey. Aber das muss sein. Irgendwie, die war mir, das ist doch immer so. Strukturen bei uns verändert haben, dass es hier viel Anonymität gibt, dass ja, es gibt für alles und jedes Fachleute, es gibt nicht so eine Gesamtheit eines sozialen Netzes, wo vieles getragen und aufgehoben ist. Sozialen Strukturen, in denen Kommunikation immer weniger von Mensch zu Mensch und immer mehr über multimediale Systeme stattfindet, in denen privateste Gefühle zunehmend öffentlich gemacht werden, jedermann daran teilhaben kann, ist auch ein Grund für den Erfolg der Sendung dieses Mannes. Die Peter Ehrlich seit 2 Jahren im offenen Kanal von Hamburg, sowohl im Radio als auch im Fernsehen über Kabel ausgestrahlt, hat inzwischen eine feste Fangemeinde. Die Zuschauer lieben oder hassen ihn und beides animiert sie mitzuspielen. Die Presse schreibt von einer anarchischen Zusammenballung von geradezu unverschämter Geschmacklosigkeit. Einen wunderschönen guten Abend da zu Hause, ihr dummen Arschlöcher, die jetzt mich wieder belästigen tut, ja? 60 Minuten hier Stress haben, ja? Drogensucht, alles nur wegen euch. Ich kann euch nur eins sagen. Und weil... Das macht geil. Die anderen haben die Mädchen. Peter? Die anderen haben den Spaß. Hier ist Thomas aus Frankfurt. Die anderen haben die Autos. Peter? Nur ich. Peter, ich hab den Hass. Hier ist Thomas aus Frankfurt. Ja, damit musst du...
früher leben, Thomas. Wie geht's mir? Ja, super Frage, super Einleitung für so ein Gespräch. La Guitarra! Oh, hast du jetzt auch noch eine Sprachgestörte da? Alter Maul, du Affe. Und guck mal, auf Wiedersehen. Ich hab gerade... So, was soll ich dazu sagen? Ja, logisch, das ist anders. Ich bin nicht so eine Einheit scheiße, wie die anderen da machen. Hallo, Peter. Oh, du bist ja eine Tussi. Hier ist Linda. Hey, Linda, Evangelista. Du lässt nach. Wieso? Normalerweise hätte ich jetzt erwartet, dass du als erstes sagst, mein Gott, Linda, hast du eine erotische Stimme. Die erotischste, die ich jemals gehört habe. Das ist doch eigentlich so dein Standardspruch. Ey, pass auf, das sage ich zu Frauen, die Peterlette werden wollen. Willst du Peterlette werden? Was muss ich denn dafür Grausames tun? Also, eine richtige Ur-Peterlette. Hat zwei Möglichkeiten, Peterlette zu werden. Also, die erste Möglichkeit wäre, dass du hier irgendwas in dieser Show tust, hilfst. Schweiß abtupfen, Kabel tragen. Und die zweite Möglichkeit, das ist die, die also am öftersten gewählt wird, weil sie einfacher, viel, viel einfacher ist, ist einfach mal Sex mit mir. Nö, Zudeltalk ist es. Nein, das ist Englisch, war nichts mit Englischen und so. Okay, Gerücht der Woche. Erzähl. Kohl hat mit Kinkel ein Verhältnis. Quatsch. Du, Kinkel ist quasi eine 5%-Mutter. Wie Schande. Oh ja, Schande? Schande. Schande über Deutschland? Mensch, ich bin die Zukunft Deutschlands. Lieder. Und wenn du mir das nicht glaubst, dann frag Lieder. Die sind nämlich weg. Alles doofe und debile. Der richtige Peter-Ehrlich-Fan, der guckt zu Hause und genießt es und ruft mich an. Also, ich hatte was anderes zu tun, als da immer rumzuhacken und immer besetzt und so. Mhm. Guck mal, so funktioniert Live-Fernsehen. Keiner sieht dich. Ja, das bin ich ganz beruhigt, weil ich sehe euch auch nicht. Hau ab jetzt. Verpiss dich. Nee, ich nicht. Du bist jetzt weg. In der Weite von Hamburg. Einfach weg. Bedeutungslos. Jeder, der durchkommt, kommt auch in die Sendung. Und dann muss er es schaffen, mich zu unterhalten. Und das schaffen nicht viele. Du kannst dir mal ein paar auf die Ohren hauen, du Arsch. Da kriegst du rote Ohren, ja? Und später den blauen Ohren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du, da bin ich eiskalt, du, ja? Ich hab's jetzt nämlich die Schnauze voll hier, ja? Immer diese Beschimpfungen, ja? Einfach mal nett zu mir sein, weil ich bin ja auch nett. Was hast du gesagt? Hallo, Anrufer. Hallo? Hab's gewusst. Irgendwann kommt der Tag, wo keine Sau mehr anruft. Weil es einfach nicht mehr interessant ist hier. Ja, nie zu wissen, was in der nächsten Sekunde passiert. Also von dem, was passiert ja alles von außen. Ich habe ja damit überhaupt nichts zu tun. Grüß dich. Oh, wer? Schlechtes Gewissen. Hier ist der Friedhelm. Oh, Friedhelm! Aber nie da zu stehen und 3 Sekunden nicht zu reden. Immer irgendwas wissen und weg Scheiße erzähle. Weißt du, was du in der Hand hast? Ja. Das Beil von Graf Öderland. Das Beil von Max Frisch. Ey, Max Frisch ist irgendwas mit Intellekt oder so, wa? Nee, da hat der riecht so frisch auf dem Mund. Ach der von irischen Frühling. Der hat die Frische erfunden. Ey, du bist ja eine Frischhaltefolie, Alter. Also ich bin der Erfinder von Taktuk. Ey, merkst du, wie debil das Gespräch ist? Hervorragend. Also jetzt fast... Den ganzen Tag kein Debil. Endlich bist du da. Hast du die schon nach mir gesehen? Wahnsinnig. Wie alt bist du eigentlich? Zwischen 38 und 40. Könntest du dir vorstellen, Peter Ehrlich schon täglich? Aber jede Menge. Du, Gottschalk soll ja jetzt langsam, wir können die Rüchte jetzt in die Welt setzen. Ich kenne keinen Gottschalk. Ey, das war jetzt ein Lob. Aber ich trinke so Bier auf dein Wohl. Bist du alle Loliker? Graf Öderland mit dem Hackebeilchen. Aber sag mal, was soll ich machen? Ich habe eine Grippe. Du hast eine Grippe. Pass auf, da bin ich ganz gut. Da bin ich ganz gut in Heilen. Und nee, nicht mit dem. Der ist doch schwarz. Oh, Wahnsinn! Die Zigarette schmeckt wieder. Warum soll ich ihn rausschmeißen, Anna? Dann hau du den da einfach raus. Schütz mich doch einfach raus. Komm. Ich meine, mir war der so und so nicht wichtig. Also ich denke, das hat es in dieser Form im Fernsehen, denke ich, noch nicht gegeben, dass Leute sich beschimpfen lassen. Und von mir kriegen sie es ja dick. Und selbst zu denen, die ich nett bin, die werden beschimpft. Außerdem, seitdem ich die beschimpfe, habe ich keine Magengeschwüre mehr. Und mir ist das so gut, echt, ich sag euch das. Macht Fernsehen, macht alle Fernsehen. Du belästigst mich.
Ja, nee. Nee, deine Anrufe, ja, die sind gar nicht so ergiebig wie der Matros. Du grüßt, als wenn du mit mir bekannt schon wärst, ja. Nee, dabei bist du auch nur so ein kleiner Spanne, ja. Nee, bin ich nicht. Aber... Ey, hau doch ab! Aber vielleicht kommt ja doch noch eine Frau. Und ansonsten... Hallo? Hallo? Ja. Bist du eine Frau? Tschüss. Ja, brauchst nicht jetzt lügen. Brauchst nicht lügen, weil die Sendung ist jetzt vorbei. Und es hat sich diese Woche alles geändert. Ey, du Penner. Weil in dieser Woche könnt ihr mir rechts, links, in der Mitte, überall da lecken, wo ich nass bin. Tschüss. Auf Wiedersehen. Einfach hinlegen und gehen. Einfach tschüss. Einfach haut ab! Viel oft Peter Ehrlich im Fernsehen. Dreimal jetzt mindestens. Ich finde das klasse. Der Kopf ist noch da. Ich finde ihn jetzt. Doch, hier. Was? Du darfst doch Sat.1 nicht zeigen. Also hör auf damit. Das darf nicht zu sehen sein. Weil das ist keine Sendung von Sat.1. Das ist nur ein Windschutz von Sat.1. Da tue ich immer so, als wenn ich Sat.1... Das sind ja so die Träume. Herr Kogel, bitte. Ich bin doch eine Zukunftsinvestition, die unheimlich locker viel Geld bringen würde. Diese ganze Schwachsinnsgeneration würde doch bezahlen, wenn sie mich sehen könnten. Pickelcreme, alleine ordnet Millionen Umsätze. Bitte, Herr Kogel. Ich nehme auch die Produzentencouch, wenn es also ja nicht anders geht. Haben wir jetzt einen Anrufer? Gut. Hallo. Ja, hier ist Heike aus Billstedt, hallo. Maike aus Billstedt, aus der Assiburg also. Nein, so schlimm ist das hier gar nicht. Okay, Maike, was würde ich tun? Wollen wir jetzt mal locker lässig später reden? Ja. Dein Thema. Ja, also ich habe, ich sehe dich also nur ab und zu, weil manchmal habe ich auch abends keine Zeit, ne? Und ich hatte jetzt gesehen, dass du auf dieser, bei dieser Straßenumfrage da, was man so in diesem kleinen Bildchen sehen kann, hast ja eine ganz schicke Brille auf. Aber in deiner Schuhe hast du immer diese komische Kassenbrille. Das erinnert mich immer so an meine erste, die ich mit 9 gekriegt habe. Da war ich 9, wo ich die gekriegt habe. Ach so. Die? Und ja, ich weiß nicht, ist die von Filmern, die du auf der Straße... Ey, du darfst das nicht sagen! Ach so, nee. Das ist ja unkommerzielles Fernsehen. Ach so, pardon. Die ist von Krankenschein. Ach so. Dann muss ich das beim Arzt beantragen. Oder soll ich viel, viel cooler mit Sonnenbrille? Wäre dir das mal ganz lieb? Ja, wäre auch nicht schlecht, ne? Du warst Beate, wa? Nee, Heike. Heike. Ah. Wie alt bist du denn, Heike? Ich bin 34. Ey, das ist genau die Altersgruppe, die ich mag. Aha. Die haben schon schlimme Zeiten hinter sich und dann kann es nicht mehr schlimmer kommen. Ja. Heike, seit wann bist du denn geschieden? Überhaupt noch nicht. Aber du lebst in Scheidung? Nee, ich bin glücklich verheiratet. Wie lange denn schon glücklich? Seit 11 Jahren. Wie macht man sowas? Ja, weiß ich auch nicht. Das kommt von selbst, ne? Und ist das jetzt immer noch frische Liebe, so ganz voll, ohne Dessous und so? Ja. Du trägst keine Dessous? Nee. Warum nicht? Nö, weiß ich auch nicht. Würdest du Schlimmfast nehmen, wenn du zu dick wärst? Ich habe das mal probiert, aber nur so ein bisschen. Also das hat eigentlich auch nichts gebracht. Das ist ja im Grunde alles Filifanz, ne? Da hast du recht. Ich denke lieber so FDH oder so, da hat man ein bisschen mehr von, ne? Ey, was heißt denn FDH? Frisst die Hälfte. Total gewusst. Ne? Aber mein Dumm... Von diesem anderen Feuchter wird ja eigentlich nur dieser Harry Weinfurt reich, ne? Der ist dick, wa? Ja. Mann, ist der Dickmann, der Dickmann, wa? Der muss extra vorher zunehmen, damit er eine abnimmt. Hey, Mann, ist der Dickmann, wa? Jetzt lach doch mal über meine Gags. Nicht immer, dass ich mir erzählen muss. Nicht schlecht, ja. Ja, ich bin, bin ich ein guter... Also, jetzt sag, Heike, wenn du nicht verheiratet wärst und wenn ich der letzte Mann auf dieser Welt wäre, hätte ich dann eine Chance? Unter Umständen, ja. Heike, dann würde ich nur für dich schwitzen. Das ist ja nicht schlecht, ne? Heike? Ja? Ich muss jetzt leider rausgehen. Ja, macht nichts. Weil, nee, wir können noch reden, weil ich habe nämlich heute in der Stadt eine Assistentin gesucht. Mhm. Und dazu kommen wir gleich. Aber solange bis wir da sind, können wir noch reden. Ja. Du musst mir sagen, wenn da, ich kann nämlich mit dieser Brille hier nicht sehen, wenn da eine Gruppe von 3 Frauen aufläuft, ach so, dann such mal Assistentin, dann meldest du dich. Ach. Aber solange kannst du noch mit mir reden. Du musst also jetzt ganz die Band oben rechts in die Ecke gucken. Ja, ich sehe nämlich überhaupt gar kein Fernsehen, weil meine Telefonschnur ist so kurz. Damit komme ich jetzt nicht zum Fernsehen. Also doch, in der Assiburg, da leistet man sich einfach mal eine 12-Meter-Schnur. Ja, es ist alles nicht so einfach hier. Was macht dein Mann eigentlich arbeitsmäßig? Der ist Lagerist in so einer kleinen Firma. Und was machst du lagermäßig? Ich bin im Büro. Und wie Kinder? Ein Sohn. Und wie alt ist der? Der ist 7,5. Und guckt er jetzt auch schon Peter Ehrlich Show? Nee, der guckt gerade einen anderen Kanal. Den Satansbraten. Meinst du, ob der mich besser finden würde als Power Rangers? Das weiß ich nicht. Guck mal hier. Die haben ja irgendwie ein bisschen mehr Power. Guck mal, drauf. Wenn du mir schreibst, schicke ich dir deinen Sohn. Aha. Ist das gut? Ja.
toll. Ja. Und hast du jetzt noch einen Kartoffeltipp? Ja, ich würde die kochen, so heimlich kochen, und dann würde ich die so in der nächsten Show mit der bloßen Hand zerquetschen. Und dann denken alle Leute, oh Mensch, der ist ja unheimlich stark. Das war ja schon mal Raimund Harmsdorf. Das imponiert den Frauen. So. Das war doch schon mal Raimund Harmsdorf, der hat das gemacht. Ja, ich meine, das kann man jetzt wieder aufwärmen. Jetzt werden so viele Sachen wieder aufgewärmt. Oder soll ich die roh fressen? Ja, auch nicht schlecht. Ja, falsch, ja. Fest. Oh mein Gott, hier darf man nämlich nicht essen. Das ist mir gerade aufgefallen. Man sollte vielleicht auf die Schale. Hier darf man nicht essen. Teure Requisite. Ja, das war also ein Tisch. Mhm. Viele Sachen, die jetzt vor dem Tisch liegen. Toll, tolle Idee. Was suchst du eigentlich für eine Assistentin, sag mal? Ja, eine Assistentin, die mir zum Beispiel Schweiß abtupfen tut. Aha. Und wie lange soll das immer sein, da, die Arbeitszeit? Ja, von 9:30 bis 9:30. Ach so. Und inklusive Sex mit mir. Ach so. Das ist deine Belohnung quasi. Ach so, das ist denn die Gage oder was? Ey, das hätte ich nicht besser sagen können. Ach so, das ist ja nicht schlecht, ja. Das muss ja eigentlich jetzt alle Frauen aus den Häusern locken, ne? Ja, dich ja nicht. Nee, mich eigentlich nicht so, ne. Aber ich habe auch einen tollen Mann erwischt, muss ich sagen. Mein Ey, Mann ist Italiener. Guckt ihr auch? Nee, der ist jetzt gerade unterwegs, der ist beim Freund. Ja. Hinter dir. Bei seinem Hausfreund. Ja. Nee, aber der ist wirklich toll. Also der kocht und ist richtig, also gut zu gebrauchen, muss ich sagen. Also was willst du denn mit so einem Schwachsinn, Jen? Du brauchst einen, der dich glücklich macht. Ja, das doch auch. Das macht der auch beim Kochen? Ja, nicht unbedingt beim Kochen, aber zwischendurch, ne? Wenn er gerade nicht kocht. Der kocht das Bett, ja. Ey, das ist jetzt mir zu versaut. Ach so. Muss jetzt leider die Sprich beenden. Ach so. War sehr nett mit dir. Ja. Wir zeigen jetzt Straf. Ich was fragen? Was ist guter Sex für dich? Oh Gott. Ja, es muss Harmonie sein. Harmonie. Und wie oft hast du das schon dann? Einmal, höchstens. Immer mit derselben Frau oder immer mit anderen Frauen? Kommt drauf an, also ich habe sehr wenig Kontakt gehabt mit Frauen. Woran liegt das? Ich meine, siehst du so schlecht nicht aus? Ja, das weiß ich auch nicht, wo es dran liegt. Also guck mal, ich kann... Fernsehjob krieg, eine Frau nach der anderen. Warum machst du kein Fernsehen? Du hättest ein echtes, guck mal in die Kamera, hätte er... Oh Gott. Boah, es muss Harmonie sein. Harmonie. Und wie oft hast du das schon erlebt? Einmal, höchstens. Immer mit derselben Frau oder immer mit anderen Frauen? Kommt drauf an, also ich habe sehr wenig Kontakt gehabt mit Frauen. Woran liegt das? Ich meine, siehst du so schlecht nicht aus? Ja, das weiß ich auch nicht, wo es dran liegt. Also guck mal, ich kann das jetzt ruhig mal sagen, ich sehe scheiße aus ohne Ende, aber durch diesen Fernsehjob krieg ich eine Frau nach der anderen. Warum machst du kein Fernsehen? Du hättest ein echtes, guck mal in die Kamera, hätte ein Fernsehgesicht. Weiß ich nicht. Welche Show würdest du denn gerne mal im Fernsehen moderieren, wenn du moderieren dürftest? Familienduell. Das würdest du gerne machen, mit Werner? Ja. Hast du auch so Kreuzschmerzen wie Werner? Nee. Wie lange brauchst du immer für Bartpflege? 10 Minuten. 10 Minuten. Geh mal da voll ruf. Kannst du mal ins Licht gucken, ja. Und wann hast du das letzte Mal mit einer Frau das wirklich gehabt? Letzte Woche. Und war das ein guter Sex oder war schlechter Sex? War guter Sex. Ist sie danach aufgestanden hat dir applaudiert oder? Nee, sie hat gefallen gefunden. Fand's ganz toll. Und hast ihre Telefonnummer noch? Ja, habe ich. Wollen wir sie jetzt mal spontan anrufen und sie dazu befragen, wie du so warst? Die wird wahrscheinlich da sein jetzt. Wo wird sie jetzt sein? Wahrscheinlich. Schule. Wie alt bist du? 23. Und willst du mal heiraten, Kinder? Ja, ist in Planung. Und jetzt kannst du uns mal ganz sagen, welche sexuelle Praktik machst du am liebsten? Oh Gott. Du erwähnst das zweite Mal Gott jetzt in diesem Interview. Betest du dabei, oder? Nee, es geht so. Also, ja, ganz normal, ne? Also, was hast du am liebsten? Von vorne. Wer von vorne? Die Frau von vorne. Ich von vorne. Die Frau von vorne und du von vorne. Und mit Licht an oder Licht aus? Mit Licht aus. Und auch mit Glied einführen?
Jo. Was soll diese dämliche Frage rein? Ja, die fiel mir jetzt gerade so ein. Und jetzt gibt's ja auch diesen Oralverkehr. Das finde ich scheiße. Was ist daran so scheiße? Das ist kein Sex, also das ist für mich pure Gewalt. Pure Gewalt, wenn die Frau dich oral befriedigt? Man muss die Frau erstmal fragen. Ob sie das will. Und wenn sie das will, findest du dann auch noch pure Gewalt oder findest du dann einfach nur geil? Das geht so. Also, wenn sie es okay sagt, mache ich es mit ihm halt. Ich zieh mit. Du ziehst dann quasi vollkommen durch, wa? Ja. Okay. Bist du verkabelt? Ja. Siehst du die Peter Ehrlich Show immer? Ganz selten. Also ich habe bis jetzt noch nichts davon gehört. Gut. Willst du jetzt noch irgendjemand grüßen? Meine Freundin. Ja. Meine Kamera jetzt. Ich grüße meine Freundin, die jetzt momentan, glaube ich, auch in die Schule hängt und lernt. Ich habe gerade frei, gerade vom Straßen des Handwerks komme ich und habe mich ein bisschen erkundigt über die Berufe. Aber ich habe mich für den Beruf Elektroinstallateur interessiert. Und den mache ich auch. Da könnt ihr mal sehen, wie so Reportagen abgleiten. Wir haben vom Sex zur Elektromontage. Das ist ein junger Mann, der mag den Oralsex nicht. Jedenfalls nicht, wenn er mit Gewalt ausgeübt wird. Einfach nur danke. Bitte. Und das aus der Rubrik Dummkopf der Woche. Heute, wie heißt du? Gerd. Das war Gerd aus Lurup, bestimmt. Bist du aus Lurup? Nee, aus Barmbek. Wo? Aus Barmbek. Alles klar, Gerd. Grüß die Hühner. Mach ich. Ciao. Ein Anrufer, der jetzt auf diesem Weg versuchen wird, sich mit mir zu messen. Hau ran. Hallo. Oh, Stimme erotisch aus dem Nichts. Wer müsste Philipp? Hallo. Hallo. Was Isabella. Kann ich für dich denn tun, Gisela? Isabella. Isabella. Ja. Oh, ich habe noch nie eine Tosse, die ihr habt, die Isabella hieß. Doch, meine Eltern kommen aus Spanien. Viva, ey, was sagst du zu Rex Gildo mit Hossa, Hossa und jetzt stirbt der wahrscheinlich. Na ja. Hat dich das auch betroffen gemacht? Naja. Der hat ja seine Haut jetzt verkauft, das soll ja Leder werden. Echt? So, Isabella. Ja. Was motiviert dich da hier an und so? Ja, einfach so, weil ich finde das schon irgendwie geil. Du hast entdeckt, dass ich ziemlich erotisch bin. Naja, ne? Doch, auf einen Blick, naja. Auf einen Blick? Ja, kannst du sagen, ne? Du beleidige mich groß. Nein, echt, du bist kein übler Kerl, wirklich. Isabella, wie alt bist du? Ich bin 21. Das ist mir eigentlich... Zu jung, ne? Nein, das ist jetzt so langsam 21, das Alter, was mir schmeichelt. Wenn so eine Frau auf mich fliegen, ja? Peter? Ja? Was muss eigentlich beruflich? Gesagt. Mich. Mir halt. Mir fliegen. Isabella, du wolltest gerade was sagen? Ja, was machst du eigentlich beruflich jetzt? Was ich beruflich mache? Ja, nichts. Ich bin Fernsehstar. Ah ja, stimmt. Da verdient man ja genug Kohle. Und ansonsten, wenn ich also nicht Fernsehstar bin, dann bin ich Blind Date Manager. Also meine eigenen Blind Dates, die manage ich selber. Hättest du Lust zum Beispiel, dich mal live mit mir zu treffen, meine Qualitäten als Liebhaber zu testen? Warum dann kriegst nicht? Du dann so einen Fragebogen, 500 Fragen musst du den ausfüllen. Von Schweißfüße ja etwas bis Schweißfüße extrem. Da ich möchte dich lieber selber fragen als den Fragebogen. Was? Ich möchte dich lieber selber fragen. Du möchtest mich selber fragen? Ja. Wo wohnst du denn hier in diesem schönen Hamburg? Ich, in Altona. In Altona, das würde ja bedeuten, wenn du jetzt dieses Gespräch mit mir beendest und hast du ein Auto? Ja. Dich in dein Auto setzt, in die Stresemannstraße 375 fährst? Nee, echt? Ich wohne 374. Jetzt ohne Scheiß. Du wohnst 374? Ja. In der Stresemannstraße? Ja. Du wohnst hier nebenan? Ja. Du lügst. Nein, wirklich. Dann komm jetzt sofort hier rüber in den offenen Kanal. Ja. Und dann kommst du durch diese Tür. Zeig mal die Tür. Das ist die wichtige Tür. Und wenn du da durchkommst, okay. Dann kriegst du mein T-Shirt. Soll ich was von McDonald's rüberbringen? Ey, keine Werbung. Es gibt auch Burger King, Wimpy, Bumpy und Fetti. Ja. Und außerdem heißt dieses, was du eben gesagt hast, fristlich zu Todesstation in Deutsch. Okay, also ey, du lachst über meine Gags, damit hast du die wichtigste Voraussetzung, um Peter Lette zu werden, erfüllt. Ey, was muss man eigentlich machen? Muss man Bewerbung einschicken oder so? Wenn du mich sehen willst... Nein, um Telefonlette zu werden. Nee, da kommst du jetzt einfach hierher und dann entscheide ich das spontan. Aber nach 9 komme ich. Und wir sind alle nett zu dir. Aber ich komme nach 9. Außer Anna, die ist manchmal ganz schön kritisch, Frauen Nein, gegenüber. Nein, aber die wird sympathisch. Was? Die wird sympathisch. Isabella, wir werden sehen, ob du jetzt gleich hier bist.
Nein, ich komme nach 9. Nein, nach 9 ist, hatte keinen Wert, da kommst du ja dann doch nicht. Außerdem, wenn du jetzt nach 9 kommst, dann sag dir, das ist meine Erfahrung, stehen alleine schon 20 Frauen, die alle sagen, sie heißen Isabella. Bitte? Ja, da hab ich wieder den Stress. Bitte, bist du noch so? Hallo? Hallo, bist du noch solo? Ja, ich bin noch da. Und, bist du noch solo? Ja, na klar bin ich noch solo. Ein Single? Ja, bis auf mein Intermezzo mit all die ganzen Frauen. Nimm mal den Ton runter. Hallo? Hallo? Mir nicht für dich ganz an den Anspruch. Du musst oder, gehen, ja, müsste eigentlich, der Ausschlag ist ja da, oder? Bisschen verzerrt. Ja, ich hab die Erfahrung gemacht, das ist scheiße, wenn ich sage, ja, hallo? Ich bin klasse. Kein Anrufer mehr? Und so. Dann erstmal der Nächste, der Anruf gewinnt. Zweitens bin ich in dem Druck, der dann beweisen hallo? Müssen. Stiftung war. Du hast nicht aber geworden. Gib mir Mühe. Ja, Wahnsinn. Und ich komm immer. Sag mal, also ich hab da so eine Clique, hallo, so eine Arbeitskollegin. Könntest du dich für mich grüßen? Ja, du darfst, Isabella. Echt? Du kommst aber durch die Tür heute noch hin. Hört mich jetzt mal, ja, scheint wieder, hallo. Ja. Wir können doch. Hörst du? Hab ich jemand drauf? Durch die Hintertür da gekommen. Und dann zeigen wir dich nicht. Das ist ein ganz schlechter Empfang hier gerade. Wir zeigen die nicht, wenn sie nicht will, oder? Ich sehe jetzt nur links oben das Bild, mit dir spreche ich, glaube ich, gerade. Soll ich draufbleiben? Ich bleib drauf, okay? Ich verstehe dich nicht mal. Ja, grüß dich. Okay, grüße Stefan, mein Arbeitskollegen, Nadine, Henning, Pantelis. Ey, aber du wohnst nicht bei so einer, du arbeitest nicht bei so einer 5000-Mann-Firma, dass nein, du jetzt... Gut. Ich arbeite im Außenhandel. Ey, Quatsch, was würdest du mir verkaufen? Nö, von Sharpen Fernseher. Ganz cool. Ey, klasse. Ja, pass auf, ich bin noch nicht fertig. Ja, grüß weiter. Okay, Nadine, Carmen, ja, Melanie. Lass das! Grüß weiter einfach. Tim, ja, wie nennen noch? Ja, Torben, Zwillinge, Dackel. Welche Kamera ist das? Wie? Dackel! Ja. Ich hab was Falsches verstanden. Was hast du denn verstanden? Nee, das kann ich jetzt nicht sagen. Nein, okay. Und worauf stehst du noch so, Frau? Ey, pass mal auf, das kommt auf die inneren Werte an. Ich sag das jetzt einfach mal. Äußerlichkeiten, das ist alt vergänglich, ja. Was nutzt mir jetzt mal Hand aufs Herz, wenn du eine Traumfigur hast, meinetwegen wirklich so eine Ballermänner, und wenn du 40 bist, dann hängt das. Das muss man nehmen, wie es ist. Du bist so lieb. Hab ich das schön gesagt?